Hey liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und unserem Format Quick Check. Da analysiere ich für euch Aktien, die ihr euch gewünscht habt. Das könnt ihr auch wieder für die Zukunft machen. In den Kommentaren schreibt mir bitte rein, welche Aktie wir im Quick Check analysieren wollen. Wir haben bereits die BioNTech, wir haben bereits die Netflix analysiert und heute geht es um ganz großen Wunsch von euch. Heute geht es um die PayPal-Aktie. PayPal-Aktie ist sicherlich das Unternehmen groß und bekannt und ja, wir haben einen riesen Kursrutsch gesehen und wollen uns anschauen, was ist denn da los gewesen, was ist passiert? Und es gab einfach einen riesengroßen Schock bei der Bekanntgabe der Zahlen für das letzte Quartal 2021. Und da hat das Unternehmen einen Outlook gemacht, einen Ausblick für 2022 und 2023. Und ja, ihr seht schon an den Balken, da ist was passiert. Während der Pandemie hat es PayPal extrem gut gehabt. Man hat profitiert davon, dass viele Leute umgestiegen sind auf Online-Bezahlverfahren, dass viele Leute kontaktlos bezahlt haben und PayPal hat richtig, richtig viele neue Nutzer gewonnen. Und die große Frage, die sich dann stellte, werden diese neuen Nutzer auch weiterhin PayPal A benutzen? Und das heißt, sind ihre Konten aktiv? Und Nummer zwei ist, geht diese Erfolgsstory so ungebrochen weiter? Und da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Antwort bekommen. Nein, sie geht nicht so ungebrochen weiter. Es gab einen ziemlichen krassen Rückgang im Outlook, also was 2022 betrifft. Und statt den erwarteten 40, 50 Millionen neuen aktiven Accounts werden es wohl nur so 15 bis 20 Millionen und auch 2023 wird ja mit irgendwo 30, vielleicht 40 Millionen neuen Konten jetzt nicht die Riesenwachstumsüberraschung mehr sein. Und damit muss man sich die Frage stellen, ist die PayPal-Aktie noch ein Wachstumswert oder konsolidiert das Geschäftsmodell, was ja durchaus sehr erfolgreich ist, auf hohem Niveau, aber dann sind eben vielleicht auch nicht mehr die hohen Bewertungsniveaus gerechtfertigt. All das werden wir jetzt in diesem Video genau analysieren und untersuchen und ich werde euch dann am Ende eine gute Antwort darauf geben, wie ich die Aktie sehe, ob ich sie kaufen, halten oder sogar shorten würde. Schauen wir uns aber erstmal an, ja, das Wachstum des Unternehmens. PayPal, wir wissen, eine Erfolgsstory seit seit Anfang des Jahrtausends und 1998 ist man im Prinzip gestartet. Und ja, erster großer Kunde war im Prinzip eBay und man hat mit PayPal ein riesen Wachstum hingelegt und es ist mittlerweile Marktführer geworden, was Fintech-Unternehmen betrifft, was Bezahldienste betrifft und das Wachstum an aktiven Accounts, das ist dennoch immer noch vorhanden, nur nicht eben auf dem Niveau, wie wir es uns wünschen. Wir sehen hier das Wachstum in den letzten Jahren und wir sehen eben auch die Prognose in den etwas helleren oder in den etwas dunkleren Balken für 2022 und 2023. Also, die gute Nachricht ist, PayPal bleibt auf Wachstumskurs. Die schlechte Nachricht war, und da gab es eben die Überraschung, aber nicht mehr mit der Rate, wie das vorher war. Und da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, was bedeutet das? Was bedeutet das für den Kurs? Was bedeutet das für das Unternehmen? Was bedeutet das für die Strategie? Und wenn wir uns PayPal anschauen, dann müssen wir eins sagen. PayPal adressiert ein 100 Billionen Dollar Markt. Also wenn wir es ausdrücken, dieser Markt 100 Billionen Dollar, das ist ein riesengroßes Potenzial. Und wenn man sich da auch nur einen kleinen Teil Market Shares holen kann, also von diesem Potenzial, was da ist, dann ist PayPal wirklich vergleichbar wie die ganz großen Unternehmen wie Microsoft, wie Apple, also Wachstumskandidat für Jahrzehnte. Und wir sehen eben auch, dass die Erfolgsstory ganz gut ist. Wir haben 348 Millionen aktive Accounts. Wir haben an die 30 Millionen Merchant Accounts, das heißt also Händler auf PayPal. Und das Potenzial dieses Marktes ist noch längst nicht ausgeschöpft. Das ist gerade erst ja in den Kinderschuhen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie ist das Geschäftsmodell von PayPal, dann haben wir im Prinzip das relativ einfach und schnell erklärt. Natürlich gibt es viele, viele kleine Nischen, wo sich das Unternehmen auch tummelt, aber PayPal bietet dem Nutzer einen echten Nutzen an. Es verspricht uns nämlich einfach, schnell und sicher zu bezahlen und es verdient dann eben bei den Konsumenten und natürlich auch bei den Merchants an der Transaktionsgebühr, schnappt sich also etwas von dem Umsatz und die Margen sind da gar nicht so schlecht. Das ist, ja, ich habe es mal mir angeschaut, je nachdem gehen an den Händler 1,4 bis 2,49%, das kommt so ein bisschen auf den Händlerumsatz an und das ist natürlich eine tolle Sache und dieses Versprechen einfach, schnell und sicher,
Das haben wir gerade in Deutschland gesehen, wo ja entsprechend hier mit PayDirect man versucht hat, eine Konkurrenz zu PayPal zu schaffen, was komplett misslungen ist, weil man wieder viel zu kompliziert, viel zu deutsch gedacht hat. PayPal funktioniert sehr, sehr gut und viele Nutzer fühlen sich sehr wohl. PayPal genießt ein extrem großes Vertrauen, eben auch mit dem Käuferschutz, was es verspricht. Und das Geschäftsmodell ist sehr, sehr einfach. Und mittlerweile allerdings gibt es viele, viele weitere Produkte. Das heißt, PayPal hat Firmen gekauft, die erfolgreich als Fintech gestartet sind. Ich habe jetzt einfach mal hier ein paar wichtige Namen genannt. Letztendlich geht es darum, zusätzliche Dienstleistungen für den Handel, aber auch für den Kunden bereitzustellen, ob das jetzt Wallets sind, das heißt im Prinzip elektronische Brieftaschen, ob das im Prinzip Preissuchmaschinen sind, wie Honey, was sie gekauft haben, steht hier gar nicht drauf. Oder aber eben, ob das für die Merchants Dienstleistungen sind im Bereich Betrugsprävention und Management von Warenretouren. Also da gibt es unglaublich viele Produkte, die das Unternehmen hat. Und dadurch ist es auch sehr, sehr breit aufgestellt. Und das der große Vorteil, den ich in der PayPal-Aktie sehe, ist, dass PayPal den Markt von zwei Seiten aufräumt. Und das machen die wenigsten Fintechs. Also einige Fintechs haben sich ganz auf die Merchant-Seite konzentriert, sind dort natürlich Spezialisten, andere Fintechs ganz auf den Consumer. Und PayPal kommt hier von beiden Seiten und bietet Lösungen an. Und das macht PayPal extrem stark. Das heißt also, zum Beispiel gehen wir einfach mal, ich nehme nur eine Funktion jetzt hier raus, der Easy Checkout, der ja für den Merchant entsprechend da ist. Der Kunde zahlt mit PayPal und da sehen wir eben, dieser Easy Checkout, der findet sich auf der einen Seite auf der Consumer-Seite, auf der anderen Seite auf der Merchant-Seite. Und das ist natürlich das Schönste, wenn man entsprechend einfach mit ein paar Mausklicks bezahlen kann, nicht 1000 Daten eingeben kann und sich trotzdem sicher fühlt, dass nicht morgen das Konto leer geräumt ist, beziehungsweise ich mir auch sicher fühlen kann, wenn ich die Ware nicht bekomme, dass ich mein Geld zurückbekomme, wenn ich schlechte Ware bekomme, dass ich entsprechend Reklamationsmöglichkeiten habe. Alles das ist da, also diese Seller Protection, die Käuferschutz, der ist entsprechend da, aber eben auch auf der anderen Seite die Buyer Protection, das heißt, dass man einen Betrug auf Seiten des Käufers auch vorbeugen kann. Also das gibt hier auf beiden Seiten, also sowohl der Merchant als auch der Consumer, beide Seiten profitieren hier von einem Angebot, was entsprechend PayPal ihnen bietet. Ja, wir haben viele andere Services noch da. Ich möchte gar nicht auf alle eingehen, weil es hier der Quick-Check ist. Wir sehen aber, dass PayPal sich sehr gut vernetzt hat, dass PayPal wirklich sehr breit aufgestellt ist und mit einer einfachen Dienstleistung trotzdem noch viele, viele extra Nutzen den Kunden, seinen Kunden bietet. Und der nächste große Vorteil von PayPal, was eine Erfolgsgarantie für dieses Unternehmen ist, PayPal hat extrem große, viele wichtige Partner und das gibt ein Leverage auf das eigene Geschäft. Ja, ich habe euch hier einfach mal die Liste an großen Partnern, das ist das Who der großen Namen, ob das eBay ist, ob das Apple Pay ist, ob das GPM Chase von den Banken ist. Also wir haben hier wirklich große, große Partner. Und PayPal hat sozusagen überall damit die Finger drin und hat natürlich auch dadurch ein ganz großes Know-how, weil es eben weiß, was die Big Player wollen und bietet das eben auch genau an. So, und wir reden ja immer noch von diesem 100 Billionen Dollar Markt. Und wenn wir uns das mal angucken, wo steht PayPal, wo stehen andere Bezahldienste, ja, und Apple Pay ist so zum Beispiel ein und Google Pay ganz große Namen. Da sehen wir 2019, 2020, ja, da war PayPal noch gar nicht in diesem Bereich aktiv oder richtig aktiv. Das ist im Prinzip erst reingekommen, dass man jetzt im Prinzip auch mobile Wallets anbietet, dass man QR-Code-Bezahlmethoden anbietet. Und wir sehen eben hier in dieser Grafik in weiß eben, dass PayPal und Venmo mit dem QR-Code bezahlen eben hier wahrscheinlich in diesem Markt vordringen kann und bis 2023 26% Market Share hier auch erreichen kann, also auch eine richtige Nummer werden kann. Das heißt, da ist noch richtig, richtig Wachstumspotenzial da. Und so simpel das Geschäftsmodell ist, ja, jetzt wird jeder sagen, ja, aber PayPal hat doch schon jeder. 95% der Erlöse kommen tatsächlich von den Transaction Fees und 50% kommen von US-Kunden. Und jetzt müssen wir eben klar machen, letztendlich
die Welt ist groß und wir haben gerade gesehen auf der anderen Folie, mit über 200 Märkten und über 100 Währungen ist PayPal aktiv und das Wachstumspotenzial, gerade für Länder, wo das Bankwesen vielleicht auch nicht ganz so vertrauenswürdig ist oder wo vielleicht viele Kunden auch gar kein Bankkonto bekommen können, da hat PayPal noch enormes Potenzial. Ja, in den USA ist vielleicht die Wachstum ausgereicht, aber Asien, viele, viele andere Länder, da gibt es noch richtig, richtig Potenzial. Und das werde ich euch gleich zeigen. PayPal hat durchaus, muss gar nicht den Markt von Beginn an erschließen. PayPal hat die Kassen voll. Das heißt, es kann sich hier, das haben sie übrigens in der Vergangenheit schon zum Beispiel für den europäischen Markt gemacht, als sie iZettle gekauft haben. Das heißt, sie haben tatsächlich die Möglichkeiten, sich dann hier anzuschauen, ja, welches Unternehmen ist eigentlich ganz gut positioniert? Wer hat Kunden, kaufen das dann und kaufen damit die Kunden und bringen dann ihre starke Marke mit in dieses Business rein. Und wir sehen, letztendlich entscheidend ist für PayPal nicht nur die Anzahl, wie viele Accounts sie haben, sondern wie viel wird über ihre Konten abgewickelt. Ja, und das Payment Volume, das geht einfach nach oben und das wächst auch noch ordentlich. Ja, und das wird auch in Zukunft wachsen, weil wir ja nicht nur die Möglichkeit haben, dass der Einzelne PayPal nutzt für seine Bezahlung, sondern dass man eben es auch mehr benutzt. Das heißt, dass man einfach mehr Zahlungen abwickelt mit PayPal und das sieht alles ganz, ganz vielversprechend aus. Und wenn ich das alles mir zusammen anschaue und wenn das Geschäftsmodell angucke, dann sage ich einfach, ja, wir haben jetzt einen riesen Schock gehabt, weil man nicht so viel neue Kunden bekommen hat, wie erwartet. Aber hey, wir haben immer noch 20% Unternehmenswachstum. Wir haben immer noch 22% Gewinnwachstum pro Aktie. Und das ist unter dem Profil, was wir in den letzten Jahren hatten, da waren wir bei 25% Wachstum, aber PayPal ist immer noch der Leading Player, also der Marktführer und PayPal ist, was Bezahldienste ist, ein First Mover. PayPal wird mit Sicherheit assoziiert und das heißt, es gibt ganz, ganz viele Kunden, die hier einfach bei PayPal bleiben oder das auch gerne nutzen und die Wachstumsstory ist hier definitiv noch nicht zu Ende. Ja, welche Risiken herrschen? Ich habe gerade gesagt, das Total Transaction Volume ist entscheidend und natürlich kann es sein, dass die Konsumenten, weil sie weniger Geld durch Inflation oder andere Sachen haben, weniger ausgeben und da PayPal immer nur einen Teil von den Transaktionen mit abkassiert, wenn ich weniger kaufe, verdient PayPal auch weniger. Das zweite Problem wären, es ist simpel das Geschäftsmodell und es gibt natürlich Wettbewerber, die mit anderen Plattformen das gleiche Geschäftsfeld versuchen zu besetzen, aber ich glaube, ich habe euch gerade gezeigt, dass PayPal extrem gut aufgrund der Partner, aufgrund, dass es von zwei Seiten, sowohl auf der Merchant-Seite als auch auf der Consumer-Seite entsprechend mitverdient und aufgrund seiner Marktposition. Es wird als vertrauenswürdiges Unternehmen, ja, das ist ganz, ganz wichtig in diesem Finanzbereich angesehen, macht das Wettbewerbern schwierig, weil viele kleine Fintechs, die kommen zwar in den Markt und es gibt genug Wettbewerber, aber diese Wettbewerber sind A, wenn man sich mal die Aktienkurse anguckt, sehr, sehr teuer bewertet und B, müssen sie erstmal noch zeigen, dass sie überhaupt in diesen Markt hineinkommen. Und ja, selbst wir haben bei PayPal, wenn man mal den sieht, haben wir ein Umsatz vom eBay von 600 Millionen Rückgang, aber das ist ja schon bekannt, das ist also eingepreist, also da sehe ich eben entsprechend nicht das große Problem. Die Wachstumsstory ist tatsächlich weiter intakt und das sehen wir auch beim Gewinnwachstum. Und beim Gewinnwachstum sehen wir jetzt einfach in 2022 etwas stagnierend, da wird die Aktie so mit $4,60 irgendwo in diesem Bereich reinkommen, aber schon 2023 kommen wir auf $5,57, fast $6 Gewinnwachstum und das macht diesen Wert dann auf aktuellem Kursniveau richtig interessant. Denn das schauen wir uns mal an, das KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also man nimmt den Gewinn und man nimmt den Aktienkurs, man teilt den Aktienkurs durch den Gewinn und sieht eigentlich, wie viele Jahre muss ein Unternehmen Gewinne machen, um den Aktienkurs zu rechtfertigen. Und wir sehen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis ja, das ist auf dem niedrigsten Niveau seit 2017. Also so niedrig wurde die PayPal noch nie bezahlt. Der Aktienkurs hatte sich mal während der Pandemie im Riesenoptimismus da sehr weit von entfernt. Und ich glaube auch nicht, dass wir diese Kurse, die wir da gesehen haben, so schnell wiedersehen. Aber wir sehen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr, sehr günstig ist, was nicht immer ein gutes Zeichen ist. Das heißt nämlich, Marktteilnehmer sind weniger bereit, für diese Wachstumsstory zu bezahlen. Aber eben der Aktienkurs ist auch sehr weit runtergekommen. Wir sind jetzt um die 111, 112 mit dem Aktienkurs und da kann man dann überlegen, naja, okay, wenn die Story
auch jetzt ein bisschen, dass die Wachstumsstory nicht mehr ganz so ungebremst weiter fortgeht, ist es doch immer noch ein Unternehmen, was solide ist und was uns das auf jeden Fall zeigt, dass das nicht nur eine externe Meinung ist, zeigen die Insider-Transaktionen. Wenn wir uns hier diesen Chart angucken, sehen wir hauptsächlich Insider-Verkäufe auf den hohen Kursniveaus, also bei 250, 300 waren. Jetzt haben wir dann um die 200 nochmal kleinere Insider-Käufe gesehen, aber wer jetzt gekauft hat, vor 2 Wochen, das war Dan Schulman. Und das ist, Daniel Schulman ist der CEO dieser Firma und der wird es wohl wissen, meine ich. Und wenn der das erste Mal überhaupt extern Insiderkäufe, bis jetzt hat er immer nur Aktien aufgrund als Gratifikation bekommen oder auch über Optionsgeschäfte, also weil er Optionen als Gratifikation bekommen hat, gezogen. Aber jetzt ist er tatsächlich hin und hat auch gekauft. Und ja, das zeigt eigentlich, dass das Management von PayPal, und er war nicht der einzige vom Management, der jetzt dazu geschlagen hat, dass die das Unternehmen mittlerweile als sehr günstig bewertet ansehen. Ja, die Analysten, die sind meistens optimistisch. Wir sehen hier 71% Buys, einige auf der Hold und nur einen einzigen auf der Sell-Seite. Ich gebe da nicht ganz so viel drauf, weil die Analysten natürlich immer tendenziell eher auf der Buy-Seite sind. Aber und das führt natürlich auch dazu, dass viele von denen, wenn man sich mal anguckt, wann haben sie ihre Analysen gemacht, häufig ihre Kursziele nach unten revidieren müssen. Aber trotzdem ist aus Analystenmeinung diese Aktie auch immer noch ein Buy, vielleicht kein Strong Buy, aber tatsächlich ein Buy. Und für mich eins der wesentlichen Argumente ist, und da schließt sich jetzt sozusagen der Kreis zu dem Geschäftsmodell, wenn wir uns mal angucken, wie viel Cash hat das Unternehmen? Ja, wir haben einen relativ hohen Cashbestand, obwohl wir viele Zukäufe in 19 und 20 gemacht haben und davor. Wir haben, und das ist ganz, ganz wichtig, PayPal hat es geschafft, Schulden abzubauen. Und das ist einer der wenigen Unternehmen, die tatsächlich Schulden abgebaut haben. Und das heißt, das Leverage Ratio ist wieder zurückgekommen. Und das macht letztendlich, wenn wir uns das angucken, eben wie das Unternehmen aufgestellt ist, dann haben wir tatsächlich wenig Schulden. Ja, wir haben Kasse, das heißt, wir haben Total Cash, wir haben einen positiven Free Cash Flow, ist jetzt in dieser Grafik nicht abgebildet, aber das sind alles Sachen, die mir sagen, PayPal hat das Geld, eine Wachstumsstrategie durchzuziehen, PayPal hat das Geld, Mitbewerber aus dem Markt zu halten und PayPal hat keine Probleme, weil jetzt der Aktienkurs etwas niedriger ist, sondern kann im Prinzip an diesem Wachstumstrend und an den muss man natürlich glauben und das tue ich. Ich glaube an digitale Bezahlmethoden und ich glaube eben auch an diese Lösung, die PayPal anbietet. Da haben sie das Geld eben, ja, definitiv erfolgreich weiterhin zu sein. Und wenn ich meine Kriterien, wenn ich mir Aktien für mein langfristiges Investment, also nicht fürs Trading angucke, dann muss ich immer sagen, für mich ist wichtig, dass die Firma Geld verdient. Und das heißt, sie braucht ein gewinnbringendes Geschäftsmodell und zwar auch für die Zukunft. Mache ich einen Haken dran, haben sie. Wir haben einen Free Cash Flow, das heißt, ich kann meine Unternehmung auch frisieren. Ja, haben sie. Ich kaufe gerne Marktführer, weil die unglaublich schwierig anzugreifen sind aufgrund des Vertrauenspotenzials, was sie mitbringen. Schaut euch das im Mobilsektor mit Apple an, schaut euch das mit Microsoft an. Also die Marktführer sind unglaublich schwierig anzugreifen und das ist eben mit PayPal genau das Gleiche, auch wenn hier gewaltige Konkurrenten wie Apple Pay, Google Pay dabei sind, aber dieser Markt, der teilt sich auf, ja, und jeder kennt das, man hat meistens nicht nur eine Bezahl-App, sondern mehrere und das Wachstumspotenzial ist bei diesem 100 Billionen Dollar Markt immer noch vorhanden. Also man geht eben nicht nur, dass man auf der Consumer-Seite ist, man ist auf der Merchant-Seite, man bietet neue Lösungen an, man geht auch jetzt in den Kryptomarkt mit hinein, also PayPal ist wirklich überall mit dabei, verzettelt sich damit nicht, aber weil es eine ganz klare Strategie hat, es bringt auch ständig neue Produkte raus und es kann eben, weil es diesen Cashflow hat, Akquisitionen tätigen und muss nicht selber in bestimmten Märkten sich mühselig eine Position erkämpfen, sondern kann warten, wer dort erfolgreich ist und dann eben entsprechend zuschlagen. Und von daher, bei meinen Kriterien muss ich sagen, alle erfüllt. Das ist interessant. Und wenn ich mir jetzt den Kurs angucke, dann muss ich natürlich schlucken. Als Trader sehe ich hier einen ganz klaren Abwärtstrend. Man sollte ja nicht ins fallende Messer greifen, heißt es immer so schön. Wir sehen allerdings auch eine Volumenspitze. Das ist dann häufig eine große Umverteilung, weil für jeden, der verkauft hat, hat auch irgendjemand gekauft, logischerweise. Und wir sehen, der Markt ist auf den Leveln von 2019, 2020 angekommen. Das heißt, er ist zurückgekommen
hat hier eine dicke technische Unterstützung und wir werden gleich nochmal kurz auf das Bewertungsniveau eingehen. Also wird von daher eben auch attraktiv und interessant. Ja, und mein Fazit ist, ja, der Trend ist down, aber da würde ich jetzt mich nicht so viele Gedanken machen, weil mich die Wachstumsstory einfach weiterhin überzeugt, auch wenn sie einen kleinen Riss bekommen hat. Und die Bewertungskennzahlen, die ich mir angeschaut habe, die sind eben alle gut. Wir kriegen weiterhin neue Kunden. Wir haben Free Cashflow. Wir haben ein Gewinnwachstum pro Aktie. Das ist eben alles da. Und wenn ich einfach mal, und das ist sozusagen jetzt das Fazit, wenn ich mal die Kursschätzung für 2023 nehme, also die Gewinnschätzung, dann kommen wir auf einen Gewinn von 5,75 ungefähr pro Aktie. Und wenn ich das mit einem Kursgewinnverhältnis von 25 multipliziere, ja, dann bin ich beim Kurs von 143. Und da liegen auch erstmal meine Kursziele, 140 bis 160. Ich glaube nicht, dass die Aktie 200 oder 300 so schnell erreicht, weil man mittlerweile die Wachstumsstories nicht mehr so sieht, beziehungsweise Wachstumsaktien nicht mehr so teuer bewertet. Früher hat man 30, 40, sogar 50-fach KGV dafür bezahlt. Da ist die Börse jetzt vorsichtiger geworden. Aber ich glaube auch nicht, dass so ein Wachstumswert mit einem KGV von 16 oder tiefer, was so ein Value-Wert ist, bezahlt wird, sondern dass man tatsächlich immer noch sagen kann, 25 ist die Börse bereit, solange Wachstum da ist. Und dieses Wachstum kann aufgrund der Marktgröße und aufgrund des Stadiums, in dem der Markt sich befindet, der ist immer noch nicht ausgereizt, der ist immer noch nicht satt, erreicht werden. Und ja, von daher glaube ich, hey Leute, wir haben es gesehen, zwischen 90 und 110 ist die Aktie unterstützt. Sie notiert gerade auf dem oberen Bereich hier 111, 112 Dollar. Ich rede in Dollar, habe ich sie gestern gesehen. Ist für mich definitiv die Chance, jetzt hier zu beginnen einzusammeln, die Aktie. Also so mache ich es. Ich sage direkt dazu, im Moment halte ich noch keine PayPal-Aktien, aber ich plane entsprechend jetzt auch hier einzusteigen. Ich werde jetzt auch entsprechend welche kaufen. Und das lege ich als nicht als Trading-Opportunity, sondern als Investment. Als Trading-Opportunity, da würde ich tatsächlich noch versuchen, auf einem etwas tieferen Level das abzugreifen und dann auf einem kleinen Bounce-Back zu sehen. Aber Investment, da holst du, musst du nicht den letzten Dollar rausholen, um seine Chance zu verpassen. Und wir sehen das jetzt selber, ne, erreichen wir hier, wenn wir die jetzt hier um die 100 bis 110 kaufen, wenn es bis 140, 160 hochgeht, können wir 40-50% machen. Ist fantastisch, glaube ich. Risk-Reward steht dem im guten Verhältnis gegenüber. Ich bin absoluter Fan davon. Und ja, da darf man sich jetzt nicht drüber irren. Das Momentum ist im Moment down. Und da würde ich auch immer sagen, ja, na, so eine Aktie kann auch mal bis 80 noch weiter runterfallen, aber macht euch da nicht zu viel Stress. Wichtig ist eben, dass die Geschichte stimmt und ich gehe davon aus, eben, dass die PayPal definitiv von den Risiken überschaubar ist. Es gibt so ein paar Geschichten, die wirklich übel aufstoßen könnten, wenn es irgendwo Richtung Money Laundering, Geldwäsche oder solche Sachen gehen könnte. Ich sehe das aber alles gerade nicht im nahen Umfeld bei der PayPal drauf. Ich sehe nicht, dass die Wettbewerber jetzt so angreifen können, dass die PayPal hier Market Shares abdrücken können, dass sie den Markt hier besetzen. Also von daher, das heute unser Quick-Check. Und ja, das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch und wenn euch der Video gefallen hat, abonniert gerne diesen Kanal. Bis demnächst und kommentiert auf jeden Fall und wünscht euch die nächste Aktie in den Kommentaren. Bis dann, bye bye.